Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Konnichiwa, Makoto. Hi, konnichiwa. Und heute werden wir ganz, ganz viele Blogs aufzeichnen und es geht um ein Thema. In welcher Varietät gibt es die zwei besten Koi? In der Regel einen für Ausstellung und einen als Kategoi. Wir haben in den vergangenen zwei Monaten ca. 2.500 Koi abgefischt oder die Koi aus der Glashausaufzucht fotografiert. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn man so viele Koi aus so vielen Varietäten gesehen hat, hat man am Ende das Gefühl, man hat doch nichts gesehen. Das im Kopf nochmal zu ordnen, zu machen, zu tun, ist relativ schwierig. Und darum habe ich letztes Jahr Makoto schon gebeten, am Ende der IKEAGE nochmal eine Zusammenfassung zu machen. Heißt, hier unten im Shop bei den dreijährigen und älteren Koi, sich jeweils für zwei eine Varietät zu entscheiden, wo er sagt, das ist der beste Tategoi und das ist der beste Koi zur Show. Und wie sich's bei Koi gehört, die Königsklasse ist der Kohaku, keine Frage. Fangen wir heute mit dem Kohaku an. So, Sascha, nimm mal bitte die Kamera auf die Hand. Kyo Kohaku. Hi. Nihikyo Torimashita. Hi. Ano Koi Bananzai? ちょっと warte. 音のチェックは大丈夫? Ja, da ist schon. Also, er ist vierjährig. Nee, こっちの... これが5歳. Das war 5歳. Das war 78 cm. Der ist 78, der ist 80 cm. Vierjährig und fünfjährig. Also, der Yondan Kohaku ist für die Ausstellung der ideale Koi. Demo anata no tsukuru kasu wa, Kohaku no tsukuru kasu wa, sonna ni takusan wa nai. Sukusukunai yo. Sore wa shinjirare nai, ne? Ano Koi. Ich sage gerade zu Makoto, also den hat er für die Ausstellung ausgesucht. Und ich sage, die Zahl an Kohaku, die er züchtet, ist ja relativ gering. So ein Koi ist ein absoluter Zufall. Und anders kann man es nicht sagen, dass unter den geringen Anzahlen von Kohaku ein solches Tier auftaucht. Das ist... Sorry, Hontoni Mesurashi. Mesurashi sugiru. Mesurashi. Hontoni Mesurashi. Nani ga ichiban ii tokoro? Shitsu ga ii ne, yappari ne. Und ich frage, was ist das stärkste Kriterium? Dann sagt er, die Qualität ist gut. Wir dürfen auch nicht vergessen, Demo Sechomo Suborashi. Sechomo Ii, ja. Also, er sagt, die Qualität ist das Beste. Ich sage aber auch, das Wachstum in 4 Jahren, 78 ist ein absoluter Traum. Und dann sagt er auch, Suboto, Moyo wa? Moyo Moi, ja. Suborashi? Hi. Maru kara, Ju made? Maru kara, Ju, da ta, 8 gurai. 8 kara, 9, 8.5 gurai. Also die Zeichnung ist 8 bis 9, 8,5. Also das ist ein absolutes Ausnahmetier. Demo Hinbyukai an der Hiroshima Nokia Seite. Makimashita, ne? Makimashita. Doste? Also ich sage gerade, auf der Hiroshima Nogyosai hat er verloren, also hat er nicht gewonnen, sagen wir so rum. Und woran das liegen könnte, dann sagt er, ihm fehlt es gerade noch an Volumen. Wenn wir schon ein Volumen kommen, und in Zukunft wird das Volumen kommen. So, immer ano Gosai no Hachichu Senchi no Ichiban Itadegoi Setsumeshite Kudasai. Also das ist ein fünfjähriger bester Tategoi und den soll er jetzt mal erklären, hat 80 cm. Ichiban itokoro wa? Karada ga ii ne. Und er sagt, die Körperform ist der absolute Wahnsinn. Nibame? Nibame ga shitsu kana. Und das zweitstärkste Kriterium ist die Qualität. Moyo wa? Moyo wa sonna ni yokunai. Ja, also die Zeichnung ist nix. Was heißt nix? Sie ist nicht so ideal, sie ist zu leicht. Ano moyo wa chotto maki ga asai ga chotto sabishi ga ireru, ne? Also, das ist jetzt kein Koi für Ausstellung, würde auch zukünftig sein. Shorai ni mo, ano Himbyokai wa dame, ne? Ja, ma, sugoi okikattara, betuni daijoubu yo, kono gurai no moyo de. Und er sagt, ich sag für die, er wird auch zukünftig nicht für Ausstellungen gut sein. Dann sagst du, ja, wenn er riesen groß hat, Kyuto Icho wa daijoubu. Daijoubu. Also, über 90 cm hat er auch durchaus die Chancen, auf Ausstellungen was zu reißen. Nein, senshi made ni okikunare masuka? Und die 90 cm sind für ihn kein Problem. Ganz besonders an dem Koi, ano tokubetsu na tokoro wa, ano Fukurin wa sugoi, ne? So. Und was ganz Besonderes ist, dass Fukurin Wasser hat,
Das nimmst du gerade sehr schön auf, Sascha. Das gefällt mir sehr gut, deine Kameraführung. Achtung, jetzt gucken wir mal, wer die alten Zuschauer sind. Kamerakind Sascha macht es sehr gut. Da gab es früher 1, 2 oder 3 mit Michael Schanze. Hast du das auch geguckt, Sascha? Ja, klar. Und da durfte immer ein Kind die Kamera führen, gell? Ja. Und da war dann so ein roter Balken außenrum, wenn das Kamerakind dran war. So, Spaß beiseite. Das Fukurin ist geil. Hi. Er sagt, die Kondition ist dieses Jahr nicht gut von dem Koi. Deshalb ist die Haut ein bisschen gelb. Normalerweise ist sie schneeweiß. Ano, hitari, migi no, me no, shimi wa, mondai? Nai hou ga ii kedo, sonna ni okkii mun da nai. Also, ich sage, das Shimi am rechten Auge, ob es ein Problem ist, dann sagt er, wenn er es nicht hätte, wäre es geil. Aber wenn er es hat, ist es auch kein Problem. Oyagoi desu ka? Und aufgrund der Körperform und der Qualität ist es ein Elterntier. Und ich glaube, wir haben 2 eindrucksvolle Koi zum Beginn der Serie gesehen. Hi, Makoto-san, domo arigato gozaimashita. Hi, arigato gozaimashita.